Sano Animal. Wissen rund um Ihr Pferd. Hufrehe, nach wie vor eins der ganz großen Schreckgespenster in unseren Ställen, weil potenziell natürlich jeder Schub tödlich enden kann für unser Pferd. Deshalb, wenn du ein Pferd hast, was schon einen Hufreheschub hinter sich hatte und entsprechend gefährdet ist, auch wieder einen weiteren zu bekommen. Wenn du ein Pferd hast, was gerne mal fühlig läuft, gerade nach dem Ausschneiden, wenn der Hufpfleger da war oder wenn es von der Koppel reinkommt. Wenn du ein Pferd hast mit Stoffwechselproblemen Richtung EMS, Richtung Cushing und so weiter, wo ja Hufrehe auch mit zum Symptombild oft dazu gehört, dann kommen in unsere Ringvorlesung Hufrehe. In der Ringvorlesung Hufrehe werden wir auf diese Krankheit genauer eingehen. Wir werden dir erklären, was man bis heute weiß aus der Forschung, welche Ursachen es gibt, warum eine Hufrehe entstehen kann, welche Auslöser einen Schub triggern können und entsprechend natürlich auch, was kann ich als Pferdebesitzer prophylaktisch tun, damit es hoffentlich eher gar nicht erst zu einem Schub kommt, insbesondere wenn ich ein Pferd habe, was gefährdet ist. Und natürlich auch, was kann ich tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Was kann ich tun, wenn mein Pferd eine Hufrehe hat? An unterstützenden Dingen zusätzlich zu den therapeutischen Maßnahmen. Wenn du Interesse hast, komm in unsere Ringvorlesung Hufrehe. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite www.sanoanimal.de. Da kannst du dich anmelden. Ich bin Christina Fritz und ich freue mich, für deine Fragen in der Frage- und Antwort-Session zu dieser Hufrehe-Vorlesung zur Verfügung zu stehen.